Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mit diesem schönen Gerät, was ihr gerade schon hinten aus der Kurve habt rausdriften sehen. Wir sitzen im Ford Mustang Boss 302, aber nicht in irgendeiner Ausführung, sondern in der 650 PS oder 650 HPE Edition von Hennessy mit eben 650 PS, 742 Newtonmeter. 5 Liter V8 mit Kompressoraufladung und Mod-Sound. Das Ganze ist natürlich auch ein Mod-Fahrzeug. Link dazu in der Beschreibung. Zusätzlich haben wir uns da einen gemoddeten Sound noch runtergeladen. Habe ich mir da runtergeladen. Sonst kennt ihr nämlich mit dem Standard-Mustang-Sound. Dazu der Link auch in der Beschreibung. Also sowohl Fahrzeug gemoddet als auch Sound gemoddet. Und ja, es ist ein ziemlich geiles Gerät. Wir wiegen ungefähr 1600 Kilogramm. Ich kann ja mal hier so im Schwenkflug ein bisschen ums Fahrzeug rumgehen. Der sieht, damit können wir vielleicht mal anfangen, recht böse aus. Wir haben, also, der Boss 302 hat eigentlich einen 440 PS V8 Motor und ist eigentlich schon recht gut damit motorisiert und auch performant. Hoppala. Jetzt hat sich ja Hennessy allerdings gedacht, komm, wir legen da nochmal eine Schippe drauf. Der ist auch so ein bisschen schon für die Rennstrecke gemacht, so ein Boss 302. Der ist schon so ein bisschen für die Rennstrecke aufbearbeitet und nicht so auf Komfort- und Daily-Driver-mäßig gemacht, sondern eben schon ein bisschen leichter, ein bisschen stärker und ja, dementsprechend ein bisschen performanter auf der Rennstrecke. Und jetzt ist Hennessy nochmal daher gekommen und hat da nochmal durch das Kompressorpaket und diverse andere fahrwerkstechnischen und optischen Veränderungen, ja, da so ein Monster draus gemacht mit 650 PS. Das ist schon ziemlich geil und das werden wir uns heute mal anschauen. Oh, guck mal hier. Shift und F5-Kamera und rechte Maustaste. Oh, das hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Dann kannst du hier noch ein bisschen schneller drehen, wenn du willst. Zup, 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 zup. Und dann geht's hier nochmal wieder in Zeitlupe. Oh. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Ich mit die Wheelcam an. Tachchen. Und wir machen die Apps auch an und gehen ins Cockpit. Obwohl, die können wir uns eigentlich auch nochmal eben kurz umgucken. Moment. Aber ich denke, das wird sich nicht groß vom Mustang-Cockpit unterscheiden. Vielleicht ein paar andere Materialien. Hier so ein bisschen mehr Leichtbau und eine 302-Marke. Airbag ist noch drin geblieben, das ist gut. Handgeschaltet natürlich, das ist vielleicht auch wichtig. Sechsganggetriebe. Oh, und hier eine schöne Textur. Supercharged 650 Horsepower Serial Number 1. Hennessy Performance City, Texas, USA. Und die Vehicle Number und LS Drive 55 Plug drauf. Ja, 3D-Modell ist schön. Das ist vom A3DR. Ich fahre hier mal los. Ich habe hier so ein bisschen Trackday-Modus rangemacht in Laguna Seca. Denn das passt ja auch dicke zum Fahrzeug. Sound ist schon mal on point. Der klingt ein bisschen raciger als der normale V8-Sound vom Mustang. Und der hat doch das Kompressorsäuseln oben drauf. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Denn dieses Auto ist ja nun mal Kompressor aufgeladen und da hast du auf jeden Fall das Gefühl, unter der Haube eine Menge Power zu haben und weißt doch, wo die herkommt. Und davon kriegt man dann ein akustisches Feedback. Sehr, sehr schön. 3D-Modell von A3DR, den kennt ihr mittlerweile garantiert schon, denn der hat auch die Need for Speed Mod gebastelt, die Fahrzeuge dafür und auch die Formula Junior Mod zum Beispiel. Und ist ja auch Teil des RSS Racing Studio Modding Teams, zumindest hat er da 3D-Modell gebaut und die Viper zusammengeschustert für das GTS, das GT1 Pack, einfach das GT Pack. Von Race im Studio auf jeden Fall. Naja, deswegen kann man da auch sehr hohe Qualität erwarten und ja, die hat man auch bekommen. Der baut übrigens gerade für den Race im Studio Mod den Lamborghini Murcielago, der auch als GT-Fahrzeug dann in diesem Pack landen wird. Naja, auf jeden Fall. Ford Mustang, Fahrphysik ist bei Afigot, soweit ich weiß. Wohin der Sound ist, weiß ich gerade nicht. Der ist einfach nur runtergeladen, ohne da zu wissen, von wem. Aber der klingt schon ganz geil. Ich habe den vorher kurz mit Standard-Sound gehört und dann hat er halt nun mal den vom normalen Mustang und der passt halt leider einfach nicht. Weil du liest vorher schön die ganze Zeit, ja, Kompressoraufladung, geil, geil, geil. Dann hört man ihn nicht.
Deswegen Soundmund. Ja, und was die Proberunden auch schon gezeigt haben, das Ding ist ein absolutes Driftmonster. Ich meine, wer hätte es gedacht? 742 Newtonmeter Drehmoment an der Hinterachse, das ist nun mal sehr, sehr viel. Ja, aber logisch, dass der quer geht. Wir haben auch nur Semi-Slicks in Anführungszeichen, also keine Hypercar Roads oder sowas. Zu viel Grip sollte man da eh nicht erwarten. Außerdem ist Laguna Seca hier gerade auf Slow gestellt. Deswegen schön Vorsicht walten lassen. Und nicht übertreiben. Außer man möchte halt. Ja, das kann er auf jeden Fall sehr gut. Wie lange wir da gar kein Gas geben mussten. Ja, ich habe ein paar ähnlich motorisierte Fahrzeuge hier auf die Strecke gepackt. Zum Beispiel ein Gallardo oder auch ein 370Z. Okay, der ist vielleicht ein bisschen untermotorisiert. Aber Maserati Quattroporte, Audi R8. Ich glaube, ein 288 GTO ist auch dabei. Also immer ein kleiner Mix aus so einem typischen Trackday mit Sportwagen. Denn hier finden auch oft Trackdays statt. Und Mist, jetzt habe ich leider gerade nicht nachgeguckt. Ach, das hätte ich noch eben machen wollen. Hier gibt es, ich glaube, zwischen Kurve 4 und 5 oder so eine Soundbooth. Eine kleine Kabine, wo der Sound der vorbeifahrenden Autos gemessen wird. Denn Laguna Seca ist starken Auflagen verpflichtet, den Sound nicht zu laut zu machen. Die haben sehr starke Soundbeschränkungen auf dieser Strecke, habe ich im Forum gelesen. Wenn dein Auto zu laut ist und du gemessen wirst, dann wirst du erstmal schön rausgewunken. Kriegst ein Ticket und, keine Ahnung, wirst erstmal für den Tag gesperrt oder so. Und die soll halt wohl auch im Spiel mit drin sein. Da, ich habe da einen Forum-Post von jemandem gelesen, der halt meinte, ja, ich bin schon super viele Runden auf Laguna Seca gefahren. Und mir ist aufgefallen, dass die schön genau ist und sehr viele Referenzpunkte da sind, unter anderem eben diese Soundbooth. Und dann hat er das als kleine Anekdote dazu geschrieben, dass Laguna Seca halt auch eben selber Probleme bekommen kann, wenn die Autos hier zu laut sind. Deswegen müssen die diese Messungen natürlich durchführen. Ich weiß halt nicht, ob der Mustang das schaffen würde. Und ich weiß vor allem nicht, wie das ist. Ich habe auch gerade mein Handy nicht hier. Ach, ist das blöd. Oh, wir können gleich, das machen wir. Wir gucken uns gleich mal die Replay an, wenn wir hier so ein paar Leute noch überholt haben. Gucken wir mal ein bisschen in die Außenkamera rein und während das passiert, dann suche ich die einfach mal. Okay, der KI ein bisschen wenig Platz gelassen. Der klingt auf jeden Fall echt schön rennmäßig, also keine Ahnung, wie so ein richtig auf Rennen getrimmter Motor. Noch in einem Straßenfahrzeug zwar, aber trotzdem. Ja, auf Leistung auf jeden Fall und dann mit offener Klappenanlage oder so. So klingt er ein bisschen. Ist ein bisschen weich, was die Lenkung angeht. Also es fühlt sich echt nach sehr starker Servolenkung an. Also nach sehr hoher Servolenkung-Unterstützung. Aber dennoch kriegst du Feedback. Es ist bloß nicht so rabiat, nicht so detailreich. Also ein bisschen mau, könnte man vielleicht sagen. Ich glaube, unsere Reifen haben auch schon jetzt gut gelitten. Passt mal auf. Ich stelle mich mal hier hin oder wir halten mal hier so an und machen die Replay rein und spulen mal ein bisschen zurück oder zwei, so halb. Und währenddessen gucke ich jetzt mal eben im Internet, das ist ja perfekt. Laguna Seca Sound Booth.
So. Aha, das gute Ding steht zwischen Kurve 5 und 6. Ja, also... Wenn wir uns die Strecke mal von oben anschauen. So, ne? Dann ist die hier oben. Da, da ist sie. Seltenste Soundbooth. Okay, ist jetzt kein wunderschönes 3D-Modell und steht auch nichts mit Sound dran. Außer Mickey Maus. Ne, Might Maus. Naja, dann wissen wir das auf jeden Fall. An dieser Stelle hier, wenn man quasi unter dem Mothers Schild links hoch die erste harte links quasi nimmt, dann ist das hier vor den drei, hinter den drei Dixie-Klos Soundbooth. Schön, haben wir das auch? Können wir mal weiter unser Mustang zu gucken. Und es ist halt schon ein schickes Gerät, ne? Gerade in dem Orange. Nämlich die Farbe heute ein bisschen mau. Oh, habe ich vielleicht doch den falschen Filter? Oh ja. Eigentlich mache ich aber auf Natural. Na gut, aber selbst dann ist es ein bisschen mau. Kommt vorher sogar besser. Aber trotzdem ein schönes Gerät. Und ich wette, der geht halt auch ab wie Schmitz Katze. In echt. Ich kann mir vorstellen, dass er in echt ein bisschen mehr Traktion hat, weil wir können hier im vierten Gang, im fünften wahrscheinlich auch noch mega die bösen Drifts ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Semi-Slicks, die hier simuliert werden sollen, vielleicht nicht ganz griffig genug sind, aber weiß ich auch nicht. Streckenverhältnis ist auch wie gesagt echt schlecht. Ich würde sagen, wir fahren nochmal weiter. Ja, und gucken mal, ob wir die Soundbooth beim Vorbeifahren sehen. Ein bisschen Leute aufgehalten. Nämlich Maserati und Nissan. So, nach dieser Linkskurve kommt die dann rechts. Ja, guck mal. Das ist vielleicht sogar ein Referenzpunkt, ein optischer, für den Kurvenausgang. Sehr interessant auf jeden Fall. Wenn die zu laut werden, machen wir die Klappe halt wieder zu. Wenn die Werte zu laut werden, dann fahren wir nur noch untertourig einfach. Okay, da haben wir das Problem zu unserem Vorteil genutzt, denn ich konnte die Karre nicht mehr abfangen und habe den Drift dann einfach weitergezogen. Und das meine ich halt mit dieser leicht tauben, servolenkartigen Lenkung. Das ist ein bisschen schade, wahrscheinlich vorne ein bisschen mehr Sturz oder so. Würde das Ganze schon direkter wirken lassen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hat der ein Steer Assist Setting im Setup-Menü. Das bauen die Jungs gerne mal ein. Oh, ich habe die Apps gar nicht an. Entschuldigt. Ich wollte mich gerade darauf hinweisen, wie wenig man einfach im vierten Gang Gas geben muss, damit er so die ganze Kurve lang quer kommt. Bergauf. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Traktion. Und da vorne haben wir den Standard-Mustang. Der ja beim zweiten Bonus-Pack dabei war, ich glaube schon. Zusammen mit der Corvette hier auch rumfährt. Alter Schwede. Okay, ich weiß nicht, ob die Reifen vorne vielleicht gerade noch kalt waren, aber jetzt gefällt er mir an der Front gerade ein bisschen besser. Ich finde den Mustang ja nicht ganz so schön, muss ich ehrlich sagen. Von hinten mega geil, aber die Front fällt mir nicht so gut. Ah, guck mal, vorne ist auf jeden Fall jetzt wo
wohl temperiert. Hinten ist natürlich schon Hopfen und Malz verloren, alles runtergerockt. Oh, guck mal, da haben wir den dritten Mustang auf der Strecke. Das ist nämlich der normale, glaube ich, nicht der 650. Oh, guck mal, selbst hier 70 km/h vierter Gang. Da ist nicht mit zu spaßen. Oder halt eben genau das. Da ist sehr mit zu spaßen. Aber auch mit Vorsicht zu genießen. Hier sehen wir den Unterschied zwischen 440 oder irgendwas PS und 650. Gott, und Skill und kein Skill auf jeden Fall. Sorry fürs Abdrängen, lieber Kai. Ja genau, das ist die normale Version mit 440 PS. Ich weiß gar nicht, was der Kunos Mustang hat. Auch so irgendwas, 420 oder so. Oder 380, ist der noch unter 400? Gefährliches Halbwissen. So, ich gehe mal hier in den fünften, einfach nur, um was zu demonstrieren. Ja, locker easy. Reifen sind natürlich jetzt auch komplett abgerockt, aber trotzdem. Ganz ohne Leistung geht das auch nicht. Der Junge hat viel Schmalz auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, das habt ihr gesehen. Und dementsprechend verabschiede ich mich und sage danke fürs Zusehen. Hier einfach mal letzte Kurve im vierten rausdriften. Schön, schön, schön. Und ja, wir gucken uns noch mal ein bisschen was aus der Wiederholung an. Ich wünsche ein angenehmes Wochenende und Link, wie gesagt, zu den Mods in der Beschreibung. Installieren und draufpacken und ausprobieren, denn die Dinger machen Laune. So, Wiederholung, vielleicht mal hier. Ich kenne mich aus. Lasst den guten Kollegen hier schreien und ja, wünsche noch einen schönen Tag. Ne, haut rein, macht's gut, tschüssi.